Wie fühlt man sich hinter Gitter? Nicht gut. Also es ist, man hat eine Ahnung davon, wie das wäre, wenn es ernst wäre. Die Einschränkung, ups, es ist nicht ernst, das erleben wir hier. Wenn es so wäre, dass ich auf einem solchen Raum leben müsste, egal wie lange, dann käme ich hier nicht raus. Ich könnte nicht aufs Klo, ich würde wahrscheinlich nichts zu essen bekommen, ich wäre der Witterung ausgeliefert. Ich hätte nicht diesen dicken Mantel an, also es wäre eine eigentlich unmenschliche Situation. Und natürlich geht einem das durch den Kopf, wenn man hier drin steht und ja symbolisch hier steht, für die, die eben in Tschetschenien verhaftet sind und Folter erleiden müssen, und das sind noch ganz andere Grausamkeiten, als nur mit nichts sozusagen einfach stehen zu müssen. Also schon allein dieses sich in so einem Käfig nicht hinsetzen zu können, kann, wenn man das lange genug macht, oder nicht kann, ist Folter. Das ist so. Und das, was in Tschetschenien passiert, bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene. Also ist weitaus schlimmer, als nur zu stehen. Wie lange stehen Sie jetzt eigentlich schon hier? Also ich bin jetzt noch nicht so lange hier. Jetzt, also persönlich stehe ich jetzt hier eine knappe Dreiviertelstunde. Heute Nacht habe ich 2,5 Stunden hier gestanden. Das war auch unangenehmer, weil es noch kälter war und sehr windig. Und ja, wie gesagt, es geht einem sehr viel durch den Kopf. Und man nimmt schon wahr, wie gut es mir persönlich geht, im Gegensatz zu denen, die jetzt zum Beispiel in Tschetschenien eben eingesperrt sind, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und klar, ne, das kann man sagen, wie Sie als Frau, warum das denn? Ich bin halt eine lesbische Frau und für mich ist es eben auch ganz normal, für meine homosexuellen, Transgender Mitmenschen genauso einzustehen, wie ich hoffe, dass es umgekehrt auch wäre, wenn jetzt Lesben betroffen wären, weil es ist mir einfach wichtig. Es passiert an vielen Ecken der Welt sehr vieles. Wir haben sehr viel, wo was zurückgeht. Hier, wir sind hier auch noch nicht gleichberechtigt, aber uns geht es weitaus besser als in anderen Ländern. Und deswegen glaube ich, ist auszusprechen sehr wichtig. Da bin ich auch dankbar, dass Frau Merkel das angesprochen hat in der Pressekonferenz und Putin eben gemahnt hat, möchte man sagen. Und ich hoffe, dass es was bringt. Ich hoffe, dass es was bringt, weil damit natürlich erstmal eine Öffentlichkeit, wir können hier lange stehen, das wird in Tschetschenien nicht wahrgenommen, es wird auch in Russland nicht wahrgenommen, ob wir jetzt hier stehen oder in China fällt ein Sack Reis um. Aber wenn Frau Merkel sich veranlasst sieht, eben in der Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz das zu sagen, dann kann eben daran nicht vorbeigeschaut werden. Und das ist für uns natürlich sehr gut, dass das so ist. Darüber freuen wir uns auch, aber wir stehen eben weiter hier, weil damit ist das Problem überhaupt nicht gelöst. Es ist nur ein bisschen Luft und Öffentlichkeit da reingekommen. Wir haben noch sehr viel zu tun. Wo ist die Community? Wenn man sich so umschaut, sind ja nur ein paar Leute hier. Wo sind die alle? Also die Community war natürlich auch schon hier. Das geht natürlich in Wellen. Und wir müssen ganz einfach sagen, dass es ein bisschen kompliziert ist, weil wir halt Walpurgisnacht hatten, weil wir den 1. Mai hatten, weil natürlich Festivitäten dann, da ist der Mensch genussorientiert. Die Festivitäten im Vordergrund standen und wahrscheinlich jetzt im Moment noch viele in der Ausnüchterungsphase sind. Aber das hindert uns ja nicht hier, also eben zu sagen, wer trinken kann, der kann auch demonstrieren. Und eben hier sind einige, die haben 2 Stunden Schlaf gehabt und sind halt gleich wiedergekommen. Also heute Nacht waren hier 3 junge Männer, die haben die ganze Nacht hier gestanden. Und als ich gegangen bin heute Nacht um 3:15, da sagten die, nö, wir bleiben bis 7, weil dann kommt die Ablösung. Also es ist nicht so, dass es ja uninteressant ist, sondern klar ist. Man muss das auch wollen. Man muss sich auch ein bisschen quälen wollen, weil Solidarität heißt nicht nur, ich unterschreibe bei irgendeiner Petition, sondern Solidarität heißt auch mal, dass man nass wird und dass es arschkalt ist. Also ich finde, das ist sollte möglich sein, aber offensichtlich haben viele eben, ich sag mal, es gibt wohl einige Weicheier, würde man das, glaube ich, sagen, denen das halt so kalt ist. Ich hoffe, dass jetzt eben heute Abend noch einige kommen,
und sich solidarisieren, weil wir können es brauchen und ich hoffe auch, dass es einfach weitergeht. Dass es einfach weitergeht und wir nicht nachlassen. Aber da, wo einer aufsteht und sagt, ich sehe, was passiert, da ist Öffentlichkeit. Und deswegen ist es vielleicht auch unerheblich, wie viele hier sind. Aber wir sind hier und wir waren 3 Tage am Stück. War hier immer jemand und hat hier gestanden. Egal wie das Wetter war, egal wie kalt es ist. Und das, so werden wir das weitermachen. Wir werden nicht wegsehen. Und darum geht es, glaube ich, nicht wegzusehen, wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung ist, was nicht mit Menschenrecht übereinstimmt. Und das ist, glaube ich, auch die Message, egal wie viele hier sind. Was geht Ihnen hier heute durch den Kopf? Also mir geht sehr viel durch den Kopf. Also einerseits, das ist definitiv die Quälereien und gegen Homosexuelle in Tschetschenien gibt. Unsere Frau Kanzlerin hat es angesprochen. Ich finde es gut, dass sie es angesprochen hat. Ob es was ändern wird, wird sich zeigen. Aber es muss publik gemacht werden. Es wird überall totgeschwiegen in den Medien. Und das kann nicht angehen. Also wir müssen also definitiv wieder auf die Straße gehen und zu sagen, hallo, das sind Menschen und kein Viehzeug, was gequält werden darf. Also und dementsprechend stehe ich jetzt hier. Es waren hier also in den letzten 72 Stunden etliche Leute hier über Tag, über Nacht. Wir zeigen über die Distanz der Länge, die wir hier jetzt demonstriert haben und noch immer demonstrieren, wir sind eine Community. Aber wir müssen nicht alle immer zeitgleich da sein. Es müssen hier keine 300 Mann stehen. Es reichen auch kleine Mengen, um zu zeigen, wir sind da. Aber 300 wären ja noch besser. 300 wären besser, logisch. Irgendwann könnten wir das Kanzleramt stürmen, aber nein, aber wir zeigen trotzdem, wir sind da und durch die Feiertage, was eben schon angesprochen wurde, die Leute haben Party gemacht, ich habe auch Party gemacht bis heute Morgen, aber ich stehe jetzt hier um 18 Uhr und bin definitiv da. Mutig, weiter so. Danke. Wie geht's Ihnen dabei? Also mir war es eben auch sehr wichtig, Flagge zu zeigen, eben nicht nur bei einem großen Event, wo jeder hingeht, sondern so eine Mahnwache ist schon etwas ganz anderes. Auch sich in so einen Käfig hineinzustellen ist etwas anderes. Es verlangt sehr viel mehr. Es verlangt Mut, es verlangt auch Ausdauer, auch sich diesen Umwelteinflüssen auszusetzen. Aber das alles ist ja nichts im Vergleich dazu, was wir erreichen wollen, nämlich dass Menschen nicht mehr verfolgt werden, gedemütigt, getötet werden. Und was mich freut, ist, es zeigt eben auch, dass man auch als kleine Gruppe oder auch als Einzelner eine ganze Menge bewirken kann. Also der Ausspruch, ja, wieso soll ich mich politisch engagieren, ich kann doch nichts ausrichten, das stimmt nicht. Das haben wir hier jetzt eindrucksvoll in den letzten 3 Tagen bewiesen, dass mit dieser Ausdauer tatsächlich auch eine Bundeskanzlerin dazu gebracht werden kann, dass sie beim Staatspräsidenten in Russland dieses Thema anspricht und sagt, das ist nicht in Ordnung und ich erwarte von dir, dass du das änderst. Also wie lange sind Sie schon dabei? Dabei bin ich eigentlich vom ersten Tag an. Bin mal vorbeigekommen ganz kurz. Gestern Abend habe ich auch 2 Stunden hier im Käfig gestanden. Heute Mittag war ich hier und jetzt wieder. Also ich bin schon eine ganze Menge dabei. Und für mich war es wichtig, einmal aus eigener Betroffenheit. Ich beschäftige mich sehr viel mit der Nazi-Zeit und dem, was dort vorgegangen ist. Und sehe bestimmte Parallelen. Und ich bin groß geworden immer mit der Frage, warum habt ihr nichts gesehen? Habt ihr nichts gewusst? Habt ihr nichts tun können? Und wir sind jetzt in der Situation, Dinge zu erfahren. Und ja, da müssen wir aufstehen und müssen was machen. Wir können das. Wenn ich nach St. Petersburg gucke, da hat man bei der Mai-Demo darauf aufmerksam machen wollen, da ist man niedergeknüppelt worden, da ist man verhaftet worden. Das bringt auch viel Aufmerksamkeit, aber nicht die gewünschte, denn dort wurden auch Menschen verhaftet. Und denen geht es in den russischen Gefängnissen nicht so viel besser als in den tschetschenischen, denke ich mal. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber wir können auf die Straße gehen. Und das ist Verpflichtung, wir müssen auf die Straße gehen.
Wie ist die Resonanz der Leute, die hier vorbeikommen? Fragen die, gucken sie oder eher gucken sie und gehen weiter? Sie ist unterschiedlich. Also bis hin zum Tschetschen, der sagt, er ist seit 6 Jahren im Asyl hier. Aber es gibt gar keine, also höchstens 30 Schwule in Tschetschenien, sie seien ein kleines Volk. Und dann sieht man, wie die Gehirnwäsche funktioniert. Ansonsten, viele Leute sind interessiert, manche finden das Bild interessant, was der Käfig abgibt. Aber da geht es nicht um die Sache. Manche Leute finden dann auch die Sache interessant und sagen viel Glück und weiter so. Und es ist ja unterschiedlich. Wie lange stehen Sie schon hier? Ich bin erst gekommen, aber eigentlich bin ich schon von Anfang an hier, also mit dieser Demo, zumindest im Herzen. Also ich war schon am Sonntag hier gewesen, als es alles angefangen hat. Also ich bin von Quartira, das ist ein russischsprachiger LGBT-Verein, und wir haben mit Enough is Enough und Aktion Bündnis gegen Homophobie eine Petition gestartet und heute auch die Petition an Frau Merkel übergegeben, also mit fast 28.000 Unterschriften. Und deshalb so, wir haben uns deshalb so auch mit die Organisatoren hier verbunden gefühlt und wollten hier kommen. Jetzt bin ich hier eher als Privatmann, also nicht als Vertreter von einem Verein, weil für mich als einfache Person es auch ganz wichtig ist, weil in Russland ganz, ganz viele Freunde von mir jetzt mit Flüchtlingen aus Tschetschenien arbeiten. Wir hier, also von Quartier, also wir arbeiten hier auch mit Flüchtlingen aus Russland und unter anderem auch aus Tschetschenien. Mich freut sehr, dass Frau Merkel heute das Problem angesprochen hat. Jetzt ist natürlich Putin gefordert, so irgendwas zu tun. Aber wenn er nicht tut, dann ist auch Frau Merkel gefordert, die Situation für die Flüchtlinge hier in Deutschland zu schaffen und dann auch die zu verbessern. Weil es wird so sein, dass wenn die Situation in Russland jetzt nicht verbessern wird, werden ganz, ganz viele Flüchtlinge auch nach Deutschland und andere europäische Staaten oder auch nach Amerika oder Kanada kommen. Und wir wissen, was passiert ist, also mit der letzten Flüchtlingswelle. Jetzt wird also vielleicht nicht so große Welle kommen, aber mit Menschen, die auch von kriegsähnlichen Zuständen betroffen sind, die auch geholfen werden muss. Jetzt werden andere Leute sagen, warum hauen die ab, warum ändern die vor Ort nichts? Naja, in Tschetschenien ist es sehr schwierig, irgendwas zu ändern. Einerseits so ist Tschetschenien Teil Russlands, da gilt eigentlich die russische Verfassung, da müssen die Menschenrechte geschützt werden, aber die Machtinhaber in Kreml schließen die Augen auf die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Ich will jetzt kein Urteil geben, also wieso es so passiert, aber es passiert so. Kadyrov regiert da wie ein Diktator und zwar, man kann ihn also mit verschiedenen Diktatoren vergleichen. Und nicht nur Schwule werden da verfolgt, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft lebt in Angst. Es werden Frauen verfolgt und ermordet, wenn die nicht nach Kadyrov-Stil leben. Also er meint also, dass alle sollen nach Islam leben. Aber es ist, was er vorsagt, also, es ist kein Islam. Es ist, es hat mit Religion gar nichts zu tun. Es ist seine eigene Vorstellung von einem kleinen Mann, der alle unterkriegen will und dass alle nur ihm folgen. Und wir haben schon mehrere Berichte gehört, also, dass er die Erdenmorde an Frauen und an andere Menschen befürwortet. Er unterstützt auch die Verfolgung von die Oppositionellen, die nicht, die wirklich gegen ihn sind und nicht nur also als Scheinopposition da sind. Er unterstützt Putin einerseits, andererseits also sagt er immer, dass er ist Herrscher in Tschetschenien und alle Menschen, die ich kenne, die haben mir gesagt, also, ja, wir würden sehr gern was tun. Also wir haben schon vieles getan, aber wir haben jetzt wirklich Angst, nicht nur um unser Leben, sondern um Leben unserer Familienangehörige, um unsere Kinder. Und es gibt wirklich also eine staatlich verordnete Verfolgung. Also vor kurzem habe ich, also was heißt vor kurzem, also diese Nacht habe ich hier im Internet ein YouTube-Video entdeckt, angeblich aus Tschetschenien, also man weiß nicht, also, was genau es ist, aber
die, meine Freunde, die Tschetschenisch sprechen, also die haben mehr übersetzt. Also, das ist ein Aufruf an alle Tschetschene, die in Europa leben, alle Schwule und Tschetschene und auch tschetschenische Frauen, die aus Tschetschenien geflohen sind, zu töten. Und das ist wirklich ein Aufruf und ich hoffe, bald kommt eine Übersetzung, also eine Übersetzung von einem meiner Dolmetscher und das wird dann auch hier bei der Polizei angezeigt. Also gibt es in Land und ausländisch viel zu tun, also auch die internationale Gemeinschaft ist gefragt. Ja. Natürlich, also es gibt viel zu tun. Einerseits, also wir müssen unsere Solidarität mit Russland und russischen Aktivisten zeigen. Wir müssen sie unterstützen, so mit Informationen, auch mit Geld. Also es wurden mehrere Spendenaufrufe gestartet und es wurde schon eine Menge Geld gesammelt. Ich weiß nicht wie viel, aber es sind schon ein paar Tausende mindestens. Aber ich hoffe, es wird reichen. Naja, und wir müssen auch hier Druck auf unsere Regierung machen, was wir zum Beispiel hier jetzt tun, also dass die Regierung dann Druck auf Putin macht. Also nicht Druck, also es ist vielleicht ein falsches Wort. Also, sie müssen ihm auffordern, einfach als ein demokratischer Präsident zu handeln. Also weil er muss ganze russische Bevölkerung, also alle Menschen, also die Menschenrechte gewähren und als was im russischen Verfassung steht, also er ist Garant der russischen Verfassung, muss er alle Menschenrechte garantieren, überall, nicht nur in Moskau, nicht nur in Kaliningrad, St. Petersburg oder Novosibirsk, sondern auch in Tschetschenien. Und das muss er auch durchsetzen. Ja, und das, wir als Community hier sollen einerseits ihm auffordern, also vor der russischen Botschaften oder Konsulaten, aber auch unsere Regierung ihm darauf ansprechen und das auch fordern. Andererseits also, müssen wir hier uns vorbereiten, dass auch jetzt wieder viele Menschen aus Russland fliehen werden und die müssen auch geholfen werden. Also zum Beispiel, es gibt schon einen der erste Flüchtlinge aus Tschetschenien, also nach dieser Welle, also ist jetzt im Bereich Köln-Bonn. Jetzt wird für die Anwälte und fürs Geld für ihn gesucht. Ich hoffe, es ihm wird geholfen. Also wir machen alles, also was uns möglich ist. Und ich hoffe, dass auch die Community hier das Problem nicht vergisst und sondern das weiter verfolgt und auch weiter die Menschen hilft. Sie haben die Mahnwache hier ins Leben gerufen. Sind Sie soweit zufrieden? Ja, es ist richtig. Ich hatte die Idee dazu und wir haben die, so gesehen, die Initiative oder ich habe die Initiative ergriffen. Und wir sind sehr zufrieden mit dem, was passiert ist. Wie haben die Menschen drumherum reagiert? Wir waren jetzt ja 3 Tage hier. Von früh bis spät, also wir haben das viel, also auch nachts haben wir Leute, den Käfig besetzt gehabt und Leute drumherum, die viel erklärt haben, Leute ein bisschen angesprochen haben und es gab die verschiedensten Reaktionen, also von ganz tollem Zuspruch von Leuten, die vom Fahrrad mit Thumbs Up vorbeigekommen sind oder Leuten, die auf dem Fahrrad geschimpft haben. Vor allem Herren auf dem Fahrrad, haben wir festgestellt, geben gerne ihre Meinung ab, wenn sie negativ ist. Inwiefern? Also sie fühlen sich halt so geschützt auf ihrem Fahrzeug. Sie wissen, sie können schnell weg und trauen sich dann Dinge, die sie wahrscheinlich nicht machen würden, wenn sie stehen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Zum Beispiel hatten wir hier am Montag eine Aktion mit Lambda, dem Jugendnetzwerk Berlin-Brandenburg, das sich vor allem der Arbeit mit lesbisch, schwul, trans und inter Jugendlichen widmet. Und wir hatten hier eine ganz tolle Gruppe von 7 Jugendlichen von 14 bis 19, die eben sich bereit erklärt haben, im Käfig zu sein und eben halt ja auch auf die besondere Gefährdung von jungen Leuten in der Identitätsfindung hinzuweisen, wenn es eben Nachrichten gibt, wie es gibt Länder, in denen Homosexuelle wieder in Camp-ähnliche Lager gesperrt werden und dort wirklich auf eine sehr geplante Art gefoltert und misshandelt werden. Und also ich war ganz begeistert von dem Zuspruch von den jungen Leuten. Sie waren dann hier, waren in dem Käfig und es hat keine 10 Minuten gedauert, bis ein Mann auf dem Fahrrad alleine vorbeikam. Ich stand so ungefähr genauso weit weg wie jetzt, habe mich mit jemandem unterhalten.
Und dann höre ich ihn nur irgendwas laut rufen. Und dann hat er dreimal so genüsslich auf die Jugendlichen gespuckt und ist so keifend, sehr, sehr schnell weggefahren. Also sehr, sehr traurige Erfahrung, vor allem, wenn das gerade diese jungen Leute getroffen hat. Aber damit muss man rechnen, wenn man sowas macht. Es gab aber auch, wie gesagt, ganz, ganz tollen Zuspruch von wirklich ganz reflektierten Meinungen, wo die Leute gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass man gerade diese Thematik jetzt hier anbringt. Vor allem eben in dem Zusammenhang mit der Reise nach Russland, die heute stattgefunden hat von Frau Merkel, weswegen wir das Ganze eben auch 3 Tage gemacht haben und jetzt auch immer noch stehen, obwohl sie schon dort ist, um das Ganze auch ein bisschen über die Demonstrationen, die jetzt am 1. Mai stattfinden, ein bisschen darüber zu spannen. Also nicht sagen, es ist noch eine Geschichte, die am 1. Mai ist, sondern wir haben früher angefangen und wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch. Und genau, es gab sehr süße Kommentare, es gab aber auch sehr tiefe Gespräche mit verschiedensten Leuten. Wir haben vor allem durch die Werbung auf Facebook ganz viele Leute angelockt, die gesagt haben, sie kommen einfach mal gucken. Es gab auch Leute, die haben gesagt so, hey, wir haben eure Videos gesehen und hier, ich habe einen Kuchen gebacken oder ich habe einen Kuchen gekauft, ich kann selbst nicht so lange hier bleiben, aber hier habt ihr einen Kuchen, was ihr macht, ist toll. Und das sowohl aus der Community und bis auch hin zu netten älteren Herrschaften, die einfach so vorbeikamen. Junge Leute, die mit der Schulklasse kamen und dann aber ein bisschen hier stehen geblieben sind, sich ein Schild geschnappt haben. Also es war eine eigentlich positive Erfahrung durchweg. Bis halt auf die paar Idioten, die man leider immer hat und die man, glaube ich, auch nicht mehr belehren kann. Würden Sie wieder eine Mahnwache ins Leben rufen? Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir sowas machen. Das erste Mal mit Käfig, eben um das Symbol der Freiheitsberaubung darzustellen und auch eben einfach von Weitem sichtlich so ein bisschen vielleicht die Aufmerksamkeit der Leute zu erreichen, also nicht nur mit Schildern, wie man das sonst oft macht, sondern einfach zu sagen, okay, wir versuchen das Ganze zu verbildlichen. Und ich war der Erste, der in den Käfig gegangen ist und so die ersten 20 Minuten haben sich angefühlt wie 2 Stunden. Ich war aber auch ohne Kleidung und nur mit Regenbogenfahnen bedeckt. Also als Symbol, dass man uns alles nehmen kann, aber niemals unseren Stolz, war ich da als erster Insasse drin. Und es ist auch eine spannende Erfahrung, so ausgeliefert zu sein. Also auch wenn das nur symbolisch ist und nicht jederzeit raus kann, war es dennoch sehr, ja, also die verschiedenen Blicke von den Leuten, also wohlwollend, aber halt auch wirklich verachtende Blicke dabei oder Leute, die nur lachen. Ein junger Herr, der hier drin war, der hatte die Erfahrung gemacht, dass 2 Russen vorbeikamen. Die haben sich das alles angeschaut und sind dann zu ihm und haben sehr laut und sehr aggressiv gesagt, Putin is the best president in the world. Ja, und der war dann auch erstmal so ein paar Minuten lang so einfach erst ein bisschen eingeschüchtert. Das ist ein komisches Gefühl, wenn einem sowas widerfährt. Genau. Bürger, die jetzt hier nicht vor Ort sein können, wie können Sie sich mit einbringen, um diese Sache, diese Mahnwache hier zu unterstützen? Also momentan haben wir noch eine Online-Petition laufen auf allout.org/Merkel-Russia. Wir haben heute Morgen zwar schon über 27.000 Unterschriften hier am Bundeskanzleramt abgegeben, pünktlich vor der Pressekonferenz mit Merkel und Putin. Aber mehr Unterschriften sind natürlich immer gut. Und eine Sache, die man auch insbesondere noch tun kann, um den Menschen zu helfen, die jetzt in Tschetschenien Hilfe suchen, ist Spenden. Dabei kommt es nicht darauf an, wie viel man spenden kann. Jeder Euro hilft. Und es haben auch schon extrem viele Menschen gespendet. Und wir werden diese Spenden zu 100%, die bei uns ankommen, an das Russian LGBT Network weiterleiten, um eben die Evakuierung und die Unterbringung von Menschen aus Tschetschenien zu gewährleisten. Und sind Sie soweit mit dieser Mahnwache oder Protestaktion zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich natürlich immer wünschen, dass noch mehr Menschen mitmachen und aktivistisch tätig werden. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein sichtbares Zeichen setzen können, vor allem dank der großartigen Aktion von Florian und der Unterstützung durch Avaaz. Und ja, ich glaube, jede Aktion, die Sichtbarkeit schafft, ist wichtig und richtig.